Hallo und herzlich willkommen, die Freunde, zu einem wunderschönen neuen Hearthstone-Video. Heute habe ich mal wieder einige Themen, über die ich sprechen will, und deswegen ist mir direkt zu Anfang erstmal wieder wichtig, wenn ihr eure Meinung dazu auch kundtun wollt, dann schreibt die doch sehr, sehr gerne unten in die Kommentare. Es würde mich definitiv interessieren, was ihr von den ganzen Thematiken heute haltet. Und zwar fangen wir doch erstmal an. Die neue Expansion wurde angekündigt, und zwar der Dunkelmond. Wahnsinn! Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ein kleines Stück des Trailers gesehen und ich freue mich schon tierisch, dass die alten Götter zurückkehren, dass sie so ein unglaublich cooles Thema wie den Dunkelmond-Jahrmarkt gewählt haben. Zusätzlich gibt es ja noch so viele weitere Neuerungen, die hier mit dieser Expansion kommen werden, über die wir im Laufe dieses Videos auf jeden Fall sprechen werden. Lasst uns aber erstmal loslegen mit dem Dunkelmond-Jahrmarkt selber. Es ist ein neues Set, es kommen sehr, sehr viele coole neue Sachen mit dazu, wie zum Beispiel jetzt wieder die alten Götter. Es gibt ein neues wundervolles Feld, das hier kommen wird. Es wird wieder 135 neue sammelbare Karten geben, die halt wieder über die Zeit veröffentlicht werden. Und da kann man ja dann mal gucken, was aus der Expansion wird. Jetzt kommen wir aber erstmal zur Rückkehr der alten Götter, denn die wurden schon direkt zum Release revealed. Wir haben hier an dieser Stelle C'Thun, Ni'Zoth, Yisharai oder Yishari oder wie auch immer die den ausgesprochen haben, und natürlich nicht zu vergessen unseren guten Yogg-Saron. Meiner Meinung nach sind diese Karten erstmal wieder broken ohne Ende. Muss ich ganz ehrlich mal sagen, ich finde es absolut bombastisch, was sie hier aus diesen Karten gemacht haben. Es sind die alten Götter, sie sind stark, man muss sie natürlich auch so darstellen. Ich bin mir nur noch nicht ganz sicher, ob die so optimal gebalanced sind, wenn wir mal ganz ehrlich sind, weil sie nochmal einen sehr, sehr großen Random-Effekt ins Spiel bringen. Natürlich ist es ein Kartenspiel, Hearthstone ist allgemein eigentlich immer sehr, sehr zufällig, möchte ich jetzt einfach mal sagen. Und hier bringen sie das Ganze wirklich auf die Spitze, zumindest mit Yogg-Saron. Aber Yogg-Saron war ja schon immer random, Leute. Lass uns aber erstmal anfangen mit dem guten C'Thun. Erst 10 Mana, 6-6. Zu Spielbeginn zerbricht er in Einzelteile. Und der Kampfschrei, wenn ihr diese Einzelteile dann zusammen gesammelt habt und wieder ihn zurück ins Deck gemischt habt, ihn wieder zieht, hat er den Kampfschrei verursacht, 30 Schaden, der zufällig auf alle Feinde verteilt wird. Ist definitiv okay, sehr, sehr guter Damage-Output, möchte ich einfach mal sagen, ein extrem cooler Finisher, wird wahrscheinlich in Control-Decks gespielt werden, die dann schlussendlich auch auf sehr, sehr viel Card-Draw gehen und sowas in die Richtung, deswegen schon mal eine sehr, sehr coole Karte an sich. Man muss ihn nicht mehr irgendwie buffen oder sowas, und diese 30 Damage insgesamt einfach rauszupacken, ist einfach ein sehr, sehr schönes Gefühl. Vor allen Dingen, wenn man vielleicht die Möglichkeit hat, sich C'Thun dann nochmal zu kopieren oder sowas, wenn man ihn nochmal bouncen könnte oder sowas, für den Rogue wäre das eine sehr, sehr schöne Alternative, um ihn hier immer wieder dann zu bouncen, wieder 30 Schaden, zu bouncen, wieder 30 Schaden, bis der Gegner halt tot ist. Gehen wir weiter zu Ni'Zoth, der Gott der Tiefe, 10 Mana natürlich auch, 5-7 mit dem Kampfschrei, belebt einen befreundeten Diener jedes Diener-Typs wieder. Und hier muss ich ganz ehrlich sagen, ich fand den alten Ni'Zoth stärker, dieses reine auf Battlecries gehen, war schon eine ganz nette Sache. Hier aber jetzt wirklich diesen, ja, sagen wir mal, Nebeneffekt zu haben, wirklich einen Diener jedes Types zu beleben, ist schon auch ganz okay. Wir müssen halt dann gucken, dass wir ein relativ weites Board spielen. Wir brauchen eine Bestie, wir brauchen vielleicht irgendwie, keine Ahnung, den Elemental oder sowas um den Dreh rum, noch ein paar weitere solche Sachen, die man dann halt gut zusammen rausspielen kann, die an sich schon relativ gut in sich selber als Karte sind. Und dass man die halt dann wiederbeleben kann mit Ni'Zoth. Bin ich noch nicht so ganz überzeugt davon. Ich bin mal gespannt, wie Menagerie-lastig, also hier von jedem Typen 1, man diese Decks dann spielen wird. Wahrscheinlich wird es dann in der nächsten Expansion auch einige Sachen dazu geben, dass dieser Deck-Type hier überhaupt funktionieren kann. Aber ich denke tatsächlich, da könnte sich was bauen lassen. Zumindest im Wild wird sich da definitiv was bauen lassen. Nächster Old God oder alter Gott ist natürlich Yisharai, Yishari, wie auch immer, der Entweiher. 10 Mana, 10-10 Kampfschrei, erhaltet Kopien aller verderbten Karten auf die Hand, die ihr in diesem Spiel ausgespielt habt, und sie kosten in diesem Zug 0. Sehr, sehr interessante Karte, vor allen Dingen, weil sie direkt erstmal mit diesem neuen Effekt hier rauskommt. Dieses Verderbtheit sind ja schon so, ist ein Keyword, das jetzt hier in der neuen Expansion mit rauskommt. Das gucken wir uns doch genauer an. Was ich aber bis jetzt schon mal sagen kann, es sind sehr, sehr starke Karten, die extrem geile Effekte haben. Das heißt also, ihr habt hier schon mal
Potenzial ohne Ende in diesem 10-Drop. Ihr könnt den 10-Drop dann rausspielen und vielleicht noch 1, 2, 3, 4 weitere Karten. Allein schon bei 2 bis 3 wird es sich definitiv schon lohnen. Und dann kommt natürlich noch unser guter Yogg Saron. Yogg Saron ist einfach der absolut brokenste Charakter, den es überhaupt gibt, möchte ich einfach mal sagen. Es gibt dieses Yogg Saron-Rad, das ihr hier im Hintergrund immer laufen seht. Und zwar sieht das nämlich so aus, ich glaube, es war, wenn man 10 Spells ausgespielt hat. Ist Yogg hier nicht irgendwo mit drin? Nee, ist tatsächlich hier nicht mit drin. Ihr kriegt jetzt einen kleinen Spoiler, was macht, was es hier noch alles gibt. Auf jeden Fall Yogg Saron ist, wenn ihr, glaube ich, 10 Spells ausgespielt habt, dann hat er den Kampfschrei, er dreht das Rad von Yogg Saron und ihr seht schon, hier gibt es unterschiedliche Sachen. Das eine ist zum Beispiel, fülle das Board mit Minions mit Rush. Das ist das, was wir hier gerade relativ aktiv immer sehen. Ja, hier unten steht sogar, ich habe es gerade gesehen. Dunkelmond-Glücksrad drehen, wenn ihr im Spiel bereits 10 Zauber gewirkt habt. Und das ist ja, Leute, Control-Decks machen das easy going, also wirklich easy going. Dann hat er noch ein paar weitere Sachen. Schade, dass ich das hier nicht stoppen kann, um euch das zu zeigen. Er hat nämlich einmal diese Rush-Minions, einmal gibt er euch eure komplette Hand voll mit Spells, einmal bounce er, glaube ich, das komplette Board, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber was ich am schlimmsten tatsächlich finde, Leute, und ihr wisst, wie sehr ich Yogg Saron überhaupt liebe, es ist eine bombastische Karte, die sie hier mit reingebracht haben, die sie früher reingebracht haben und die sie jetzt hier auch wieder reinbringen. Aber es ist einfach der Random Faktor 9000, Leute. Also wirklich der Random Faktor 9000, weil es gibt nämlich auf dem Glücksrad einen Punkt, den ich schrecklich finde. Alles andere ist fein, Leute. Alles kann gehandelt werden. Aber wenn der Totenschädel im Glücksrad ausgewählt wird, dann schießt Yogg Saron Pyroblast, also die 10 Mana Zaubersprüche des Magiers, die 10 Schaden verursachen. Random auf alles auf dem Board, auf alles insgesamt, auf euch, auf den Gegner, auf die Spielfeld-Minions und alles, bis ein Spieler tot ist, Leute. Es ist scheißegal, wie gut ihr spielt, es ist scheißegal, wie gut ihr im kompletten Game steht, wenn euer Gegner 10 Spells rausgebracht hat und dann Yogg Saron rauskommt, besteht die Möglichkeit, dass ihr das Spiel verliert, weil Yogg random ist. Leute, das ist, ich finde Yogg Saron so cool und das ist insgesamt so eine schöne Sache, aber das ist doch was wirklich nicht akzeptabel ist, Leute, oder? Ihr könnt euch null dagegen wehren. Es ist einfach eine Instant-Combo aus theoretisch 10 einzelnen Spells, die ihr gecastet habt. Wenn ihr euch jetzt überlegt, wie schnell das momentan im Mage geht, dann ist es ridiculous einfach nur. Und dann haut ihr einen Yogg raus und gewinnt vielleicht das Spiel. Also das ist halt, das hat dann nichts mehr mit Skill oder sonst was zu tun, sondern einfach nur rausspielen. Und ja, jetzt kommen sicherlich die Leute an, die sagen, hey, Scroll, aber früher war das doch auch schon so, dass Yogg Saron dann halt random gecastet hat. Ja, er hat random Spells gecastet. Wisst ihr, wie viele Zaubersprüche es inzwischen gibt? Ich würde mal behaupten, es gibt jetzt um die 10 Erweiterungen, Minimum. 135 Karten, wo ich jetzt ungefähr sage, die Hälfte davon, also sagen wir einfach mal 70, sind davon Zaubersprüche. Bedeutet also, hochgerechnet, 10 mal 70 sind 700 Zaubersprüche, die Yogg Saron theoretisch casten kann. Und der Paar castet einfach Pyroblast, bis einer stirbt. Also, es tut mir wirklich leid, Leute, aber das finde ich ist keine gute Sache. Natürlich wird das Glücksrad gedreht, das ist eine Chance von 1 zu 6, dass da dann irgendwie was in die Richtung passieren kann. Aber das ist doch wirklich unfair dann teilweise, wenn du wirklich in der Winning Situation bist und durch diesen Lucky Draw von Yogg Saron einfach 10 Schaden oder besser gesagt x Schaden dem Gegner ins Gesicht schießt, um das Spiel zu gewinnen. Ja, schwierig, Leute. Sehr, sehr schwierig. Also Yogg Saron, schreibt mir da super, super gerne eure Meinung unten rein. Ich weiß, es ist nicht, die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist nicht arg hoch. Ihr habt erstens mal, dass ihr 10 Zauber wirken müsst. Ihr habt zweitens mal, dass dieses Glücksrad halt am Drehen ist. Und dann die Chance von 1 zu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ist es, glaube ich. 1 zu 7 oder 1 zu 6, dass dann wirklich das passiert. Aber falls es passiert, schwierig, sehr, sehr schwierig. Trotzdem finde ich es eigentlich ganz cool, dass sie hier die alten Götter wieder mit reingebracht haben. Das sind die Themen, die sich viele Leute schon längst gewünscht haben. Zusätzlich kommen wir jetzt zum Schlüsselwort Verderben. Und zwar, seht ihr schon, der Dunkel... Das finde ich ist ein bisschen weird.
Das ist ein bisschen wir. Der Dunkelmond-Wahnsinn führt ein neues Schlüsselwort ein. Verderben. Karten mit diesem Schlüsselwort werden auf eurer Hand aufgewertet, nachdem ihr eine Karte mit einer höheren Mana-Kost ausgespielt habt. Das heißt also, plant voraus und wertet eure verderbten Karten auf, damit sie sich richtig zu ausspielen lohnt. Wir haben hier einmal den Wassertank. Verursacht 4 Schaden und mit dem Verderben fügt dann allen feindlichen Dienern 2 Schaden zu. Ist also ein relativ guter Boardclean, möchte ich einfach mal sagen, für ein aggressiveres Board. Der Schamane kriegt da auf jeden Fall wieder ein bisschen Unterstützung in die Control-Richtung. Er haut auf einen etwas größeren Minion hier ein bisschen Schaden drauf und sweept dann das Board, was ich ziemlich nice finde. Das ist eigentlich, wenn ihr so, entschuldigt bitte, wenn ihr so wollt, ist das ein Swipe, das einen Schaden mehr macht. Finde ich eine gute Sache. Also definitiv ist das im verderbten Stile eine sehr, sehr gute, ein sehr, sehr gutes Removal-Tool. Dann haben wir einen Tag auf den Jahrmarkt für 3 Mana. Ruft 3 Rekruten herbei, Entschuldigung, der Silberhand herbei und Verderben ruft 5 Rekruten dabei. Ist auf jeden Fall auch eine super gute Sache. Und jetzt muss ich gleich mal einen Schluck trinken, weil irgendwie habe ich gerade was im Hals. Sekunde schnell. Ah, schon viel, viel besser. Okay, und dann haben wir noch den, oh Gott, Flinkhupferlzahn. Das ist schon mal ein sehr, sehr interessanter Name. 5 Mana, 4-4 mit Eifer und Verderben erhält +4/+4. Das ist schon mal richtig insane einfach. Nur wenn ihr euch überlegt, diese Karten, alleine nur diese 3, die jetzt hier uns Blizzard schon mal vorgestellt haben, wird mit Yishari, wie auch immer, für 0 Mana euch zurück auf die Hand gegeben. Ihr bekommt dann einen 8-8er mit Eifer. Ihr bekommt 5 Rekruten an den Start. Ihr bekommt einen Board Removal, ein relativ gutes, das ihr for free casten könnt. Also ich denke tatsächlich, dass diese verderbten Karten ziemlich gut sein werden, auch wenn sie so einen kleinen Drawback haben, möchte ich es jetzt einfach mal nennen, indem ihr halt dann diese Karte rausspielen müsst, die ein bisschen mehr Mana kostet. Kommen wir zu einer der größten Neuerungen jetzt, nachdem die alten Götter hier draußen sind und die neue Expansion. Und das ist der neue Hearthstone-Spielmodus. Wir haben hier Duelle. Duelle ist eigentlich so, wenn wir es einfach mal auf ganz simple Sachen runterbrechen wollen, ist es diese Art Solo-Abenteuer-Dungeon-Run-mäßige. Nur, dass ihr das jetzt im PvP macht. Bedeutet also, ihr kämpft in einem Duell gegen einen anderen Spieler in diesem Dungeon Run. Wie das Ganze noch genauer aussehen wird, werden wir im Laufe des Videos noch erfahren. Ich gucke mir das Ganze dann noch an. Wie gesagt, wir haben heute einiges vor, deswegen möchte ich hier jetzt auch ein bisschen schneller durchgehen. Weiter geht es dann noch mit der Überarbeitung des Fortschritts- und Belohnungssystems. Und hier wird es sehr, sehr interessant, liebe Leute, denn es wurde ja schon des Öfteren hier eigentlich angekündigt, dass Blizzard sehr, sehr gerne irgendwas in die Richtung Battle Pass oder sowas einführen will. Und tatsächlich gibt es jetzt sowas wie ein Belohnungserfolgssystem oder besser gesagt einen Belohnungsweg. Zusätzlich zu neuen Erweiterungen und dem neuen Spielmodus haben wir unser Fortschritts- und Belohnungssystem vollständig überarbeitet. Die Überarbeitung des Fortschrittssystems ist Teil von Hearthstone, bisher größten System-Update und besteht aus 4 Hauptteilen. Erstens einem neuen Erfolgssystem, das eure Errungenschaften im Spiel erfasst. Das ist schon mal eine nice Sache, muss ich einfach mal sagen, weil als alter Hearthstone-Hase wie ich ist es halt einfach so, dass ihr schon viel Mist gemacht habt, um einfach nur lustige Sachen zu bekommen, um lustige Games zu haben, um extrem coole Decks zu testen und hier jetzt diesen Vorteil zu haben, zu sagen, hey, ich krieg vielleicht noch ein ganz bestimmtes cooles Belohnungsteil dazu, einen Skin, eine neue Karte, eine goldene Karte vielleicht dafür, Packs, ist einfach eine wirklich gute Sache, mit der ich mir auch wirklich vorstellen kann, dass die Leute halt ein bisschen so nach diesen Belohnungen halt auch Games gestalten, dass sie sagen, hey, ich möchte jetzt Belohnung XY haben und dafür mache ich halt dann das und das. Finde ich eine gute Sache. Was dann noch weiterkommt, was ich allerdings nicht mehr so cool finde, ist ein zentraler Belohnungsweg für alle Belohnungen, die ihr außerhalb des Wild- und Standardformats verdienen könnt. Es klingt mir nach einem Battle Pass, wenn ich ganz ehrlich bin. Und ich denke tatsächlich, dazu werden wir auch dann hier in der Überarbeitung des Fortschritts- und Belohnungsabteil, das wir uns auch noch gleich angucken werden, wahrscheinlich die Bestätigung dazu bekommen. Eine Überarbeitung der Quest, die sowohl tägliche auch als wöchentliche Quest beinhaltet. Da habt ihr auch wieder diesen Bezug auf den Battle Pass. Und eine aktualisierte Profilseite mit Spielerinformationen, Rängen und Statistiken.
Jede dieser Seite könnt ihr über ein neues Tagebuchsymbol aufrufen, bla 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 bla. Gucken wir uns Sache noch genauer an. Gehen wir zum Jahr des Phönix. Ich hoffe, das funktioniert hier ganz gut. Ja, das sieht ganz gut aus. Jetzt muss ich nur ganz kurz hier mein Gesicht wegmachen. Das Jahr des Phönix wird in bestimmten Kategorien aufgeteilt werden. Wir haben hier einerseits natürlich die Erweiterung. Wir kriegen die neue Mechanik des Kartenchaos und Schlachtfeld. Schlachtfeld gucken wir uns nachher auch noch genauer an. Dann gibt es diese Events, die es eigentlich immer gibt. Wie gesagt, dieses große neue Duell-Update, das, was wahrscheinlich hier der neue Spielmodus ist, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und wie gesagt, diese Erfolge und Fortschritte, was für mich jetzt momentan so das interessanteste Thema ist. Das ist tatsächlich dann das Ende des Jahres des Phönix. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, sie leiten das dann kommende Jahr damit sehr, sehr gut ein. Ja genau, das ist die dritte Phase des Updates, das habe ich ja schon gesagt. Es wird auch noch verschiedene Spielbalance-Patches geben, neue Schlachtfeldhelden wie Diener, saisonale Events und so weiter und so fort. Außerdem holen wir Updates für den Duellmodus, ein Miniset aus 35 Karten, was auch noch kommen wird, das war ja auch gerade noch zu sehen. Und einen weiteren neuen Spielmodus aus unserem Zaubertresor. Also da bin ich wirklich schon gespannt drauf. Dann kommen wir erstmal noch zu dem Dunkelmond-Jahrmarkt Wahnsinn im Vorverkauf. Denn natürlich gibt es wie immer zu jeder Expansion ein gewisses Pack. Und zwar sieht es nämlich so aus, dass wir hier einmal dieses Nissor the Corruptor-Ding haben. Da ist mit drin diese Schlachtfeldboni, die wir immer haben. Wir haben, glaube ich, 5 goldene Packs, wenn ich es jetzt hier richtig sehe. Können wir auch hier unten nachlesen. 5 goldene Packs aus der Dunkelmond-Wahnsinn. Eine zufällige goldene Legendary-Karte. Den Hexenmeister-Skin Nissoth und Schlachtfeldboni. Habe ich ja schon gesagt. Und was noch ganz interessant ist, man erhält Frühzugang zum Duellmodus, den wir uns auch definitiv in den kommenden Videos irgendwann mal genauer anschauen werden. Es gibt mal wieder 2 Packs. Wir haben einmal hier das Mega-Paket und einmal das normale Paket. Der große Unterschied ist tatsächlich, hier kriegt man einen goldenen Legendary und den Nisov-Skin, wie auch 5 goldene Packs. Hier unten sind halt nur die Hälfte an Packs und ja, die Schlachtfeldboni sind tatsächlich auch gar nicht mit drin. Wie sich das Ganze lohnt, müsst ihr natürlich für euch selber entscheiden. Es ist immer so eine Sache. Für Sammler wie mich zum Beispiel ist es super, super nice. Ich werde mir wahrscheinlich da wieder die 2 Bundles holen, damit wir auch hier ein wunderschönes Pack-Opening machen können. Würde mich auf jeden Fall auch interessieren, was ihr zu diesen Bundles sagt. So, und damit sind wir jetzt auch schon beim vorersten Ende dieses kleines Parts des Videos, der jetzt schon fast 20 Minuten geht. Und zwar, wenn ihr euch jetzt einloggt, erhaltet ihr durch den Patch 18.6 in Hearthstone diese wunderschöne Karte Silas Dunkelmond. Die klassische Legendary, die es vor jeder Erweiterung kriegt, die man free kriegt. Doch ich glaube, das hält nicht dauerhaft, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wie lange, weiß ich aber gerade nicht, kann ich auch momentan nicht auf die Schnelle finden. Deswegen loggt euch einfach schnell ein und greift euch diese wunderschöne Karte ab. Silas Dunkelmond ist eine 7-Mana-Legendary mit 4-4. Der Battlecry wählt eine Richtung, in der alle Diener eine Position weiterrücken. Finde ich insgesamt sehr, sehr interessant. Man kann dadurch gutes Removal billig nutzen, wenn ihr euch einfach mal überlegt, ihr habt einen Doomsayer, heißt der hier, glaube ich, 2 Mana, 0,7, zerstört das komplette Board, wenn es Anfang deines Zuges ist, auf dem Spielfeld und rotiert den einfach rüber zu eurem Gegner, das heißt also, ihr habt einen automatischen Boardwipe, alternativ könnt ihr euch damit sehr, sehr starke Minions klauen, ihr könnt euch gute Taunts klauen, ich denke tatsächlich, dass Silas Dunkelmond wieder so ein bisschen das Positioning mit ins Game bringt, was ich persönlich sehr, sehr gut finde und deswegen im Großen und Ganzen eine klasse Karte, wo man halt auch ein bisschen drumrum spielen kann, ein bisschen drüber nachdenken muss. Und damit kommen wir jetzt auch zum ersten großen Punkt nochmal, und zwar zum Spielmodus Duelle. Das wurde im Großen und Ganzen relativ simpel vorgestellt. Hier seht ihr schon, so funktioniert es. Ihr habt auf dem Duell-Spielmodus gibt es das Modi, also diesen Modi, wo ihr dann euren Helden auswählen könnt. Ihr wählt dann einen dieser Helden mit einer bestimmten Hero-Ability und mit einem bestimmten Deck aus. Dieses Deck könnt ihr dann nutzen. Also ihr seht schon, es ist ein klassischer Dungeon-Run, den ihr halt wie gesagt gegen einen Gegner macht. Das bedeutet also, eure Decks werden umso stärker, aber die Decks eurer Gegners werden natürlich auch deutlich, deutlich stärker. Deswegen muss man da immer ein bisschen das Ganze konstant überlegt machen, würde ich jetzt einfach mal sagen, um da wirklich Potenzial rauszunehmen.
Eure Wertung steigt oder sinkt je nach Ausgang der Duelle. Der Duellmodus ist zwar getrennt vom Schlachtfeldmodus, nutzt aber das gleiche Wertesystem. Eure Runde endet nach 3 Niederlagen oder 12 Siege. Das heißt also, wir haben hier vom Spielprinzip eine Kombination aus Arena wie auch dem Battleground-System. Man kriegt hier Ränge, man steigt auf, man wird immer besser. Und das, finde ich, ist halt einfach im Großen und Ganzen eine sehr, sehr schöne Sache. Ein weiterer Spielmodus hat Hearthstone noch gefehlt. Und ich könnte mir vorstellen, dass es eigentlich ganz interessant ist, obwohl es da wahrscheinlich dann auch so ein paar Kombos gibt, die man gerne zieht, die man gerne spielt und ein paar Alternative, die natürlich nicht so beliebt sind. Wie gesagt, wir werden das Ganze in den kommenden Tagen auch definitiv noch ausprobieren. Hier gibt es dann noch ganz viele Sachen. Hier sieht man zum Beispiel schon einige Helden, die hier mit rausgekommen sind. Es gibt einmal das ungewertete Duell und das heroische Duell, wenn ich das jetzt hier sehen kann. Und ja, Duellmodus stehen euch zwei Spielmöglichkeiten mit separaten Gegnerzuweisungen zur Verfügung, normal und heroisch. Normale Runden sind kostenlos und damit perfekt zum Erkunden. Und im Heroischen wartet erfolgsbasierte Belohnung wie in der Arena, darunter Gold, Arkanstaub, goldene Karten, Kartenpackungen der jeweils aktuellen Erweiterung. Die heroische Duellrunde kostet 150 Gold oder einen Gasthauszugang. Das heißt also, das ist wirklich wie eine Arena, nur halt ein bisschen spezifischer in diesem Duellstil. Gut, das war also hier der Duellmodus. So Leute, entschuldigt bitte diesen kleinen Cut an dieser Stelle. Weiter geht es jetzt mit dem Überarbeitungssystem von Fortschritt und Belohnungen bei Hearthstone. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich mich schon vor längerer Zeit tatsächlich gegen so einen Battle Pass ausgesprochen habe in Hearthstone. Ich persönlich bin wirklich nicht wirklich der Freund davon, weil es einfach so ein bisschen was ist, wo man sagt, hey, ihr kriegt für irgendwelche Sachen, ziehen wir euch ein bisschen Geld aus der Tasche. Und wenn man sich die ganzen Battle Pass wirklich im Großen und Ganzen mal anschaut, sind die meistens halt dafür gebaut, dass die Leute zu viel Zeit theoretisch investieren müssten oder wirklich viel Zeit in dieses Spiel investieren müssten, um die Battle Pass gut zu schaffen. Das heißt, jeder Casual-Spieler, der jetzt sagt, hey, ich spiele am Tag eine halbe Stunde Hearthstone oder sowas, oder bei anderen Spielen ist es so, würde diesen Battle Pass vielleicht niemals schaffen. Bestes Beispiel dafür ist momentan bei mir zum Beispiel Valorant. Bei Valorant war es so, ich habe mir den Battle Pass damals gekauft und habe halt wirklich fleißig am Anfang gespielt und dann gegen Ende hat es halt immer länger gedauert, bis man die Level-Ups bekommen hat. Dadurch, dass ich dann mit der Uni auch wieder ziemlich wenig Zeit hatte und vielleicht, wenn es hochkam in der Woche, vielleicht mal 2-3 Games spielen konnte und damit halt versucht habe, nebenher meine Quests zu erfüllen, hatte ich niemals irgendwie die Chance, diesen Battle Pass voll zu kriegen. Natürlich ist es schon ein bisschen so gebaut, dass die Leute dann sagen können, hey, ich kaufe mir dann die letzten paar Sachen, die mir noch fehlen. Das wird wahrscheinlich hier auch möglich sein, würde ich einfach mal behaupten. Aber ja, es ist eine schwierige Sache. Ist es wirklich gut, dieser Battle Pass? Ist es nicht so gut? Ist es auch wieder dafür ausgelegt? Das kann ich jetzt noch nicht sagen, aber das sind halt meine schlechten Erfahrungen, die ich mit Battle Pass insgesamt gemacht habe. Jeder dieser Seiten könnte über ein Tagebuch, bla bla bla, die Übertragung, Fortschritt, Belohnung wird am 12. November veröffentlicht. Das heißt, es ist gar nicht mehr so lange hin. Fangen wir also an mit dem Erfolgssystem. Das neue Erfolgssystem erfasst diverse Statistiken und Errungenschaften im Spiel und davon gibt es massenweise. Erfolge gibt es für jede Klasse eurer Sammlung, Meilensteine im gewerteten Spielmodus, Inhalte der Abenteuer, Karten, Chaos-Variante, neue, bla 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 bla. Ihr seht also, es gibt wirklich für fast alles Erfolge. Und das ist tatsächlich eine der Sachen, die ich persönlich cool finde. Es ist eine schöne Sache, ein bisschen Erfolge zu grinden. Ich liebe es, sowas zu sammeln. Das ist ja auch nochmal so eine Sache, wenn du sagen kannst, ey, ich habe alle Erfolge in Hearthstone einfach gesammelt. Das fände ich persönlich richtig nice einfach nur. Und wir werden dann wahrscheinlich auch irgendwann mal auf ein Erfolgsjahr gehen. Nichtsdestotrotz hat es natürlich auch seine Schattenseiten. Zwar nicht diese Erfolge, aber wie gesagt, wir gehen dann weiter runter zu diesem Belohnungsweg und Gasthauspass gleich. Nur was sind so ein paar Beispiele von Erfolgen, die uns erwartet? Tretet gegen einen anderen Spieler an mit dem Kartenrücken von HK. Safe schon gemacht. Erreicht mit Ragnaros den ersten Platz im Schlachtfeld. Tatsächlich noch nicht gemacht. Sammelt alle Dämonenjägerkarten aus der Akademie von Scholemans. Definitiv gemacht. Definitiv 1000 Murlocs schon gerufen. Safe Call einfach nur. Spielt ein Spiel, ohne mehr als einen Diener herbeizurufen. Interessante Sache, habe ich aber wahrscheinlich schon gemacht. Gut, und ihr seht schon, das ist halt wirklich eine interessante Sache. Auch, dass dieses Quest-System damit überarbeitet wird, ist nice. Was man mit diesen Erfolgspunkten dann da oben machen kann, weiß ich noch nicht. Vielleicht kann man so, sich so verschiedene Sachen freischalten oder sowas. Das wäre auch eine coole Sache. Aber ich denke tatsächlich, ist es wie bei WoW auch so erstmal, dass man dann halt sagt, hey, guck mal, ich habe da oben
100 Punkte stehen oder wie auch immer. Gut, weiter geht's also zu dieser Schattenseite, dem Belohnungsweg und dem Gasthauspass. Der Belohnungsweg ist eine Karte mit Belohnungen, die in einer Erweiterung durch das Sammeln von Erfahrung, EP mit Quests und dem Abschließen ausgewählter Erfolge und Spielen in beliebigen Modi verdient werden kann. Das ist schon mal ein wichtiges Thema. Beliebige Modi finde ich sehr, sehr gut, dass sie das hier mit einführen, weil das bedeutet also, es kann in Hearthstone Standard, Hearthstone Wild, Arena, Duelle, Battlegrounds und so weiter und so fort sein. Wenn eine neue Erweiterung veröffentlicht wird, erhalten alle Spieler einen neuen Belohnungsweg für diese Erweiterung. Das bedeutet also, ihr habt ungefähr 3 bis 4 Monate Zeit, um diesen Belohnungsweg hier zu erfüllen. Schließt alle 50 Stufen des Belohnungswegs ab, um einen von 10 neuen, brandneuen hellen Skins auszuwählen. Dabei werdet ihr haufenweise Beute freischalten, wie Kartenpackungen aus dem Set für Standardformat, Gasthauszugänge zu Arena oder Duellen, den Kartenrücken, der Dunkelmond-Wahnsinn, eine epische Karte, 2 legendäre Karten und tonnenweise Gold. Ab Stufe 50 erhaltet ihr 150 Gold für jede weitere Stufe, die ihr aufsteigt. Okay, klingt schon mal so im Allrounder-Paket ganz in Ordnung. Muss man ja einfach mal sagen. Belohnungsweg besteht aus einem kostenlosen Weg für alle Spieler und einem kostenpflichtigen Weg, der durch den Gasthauspass freigeschalten wird. So bekommen sie euch halt tatsächlich dazu, ein bisschen Geld auszugeben. Wie sieht denn das aus? Also, wenn ich diesem Bild hier folge, hat man halt hier wirklich diesen kostenlosen Weg oben und den kostenpflichtigen Weg unten. Oder ist es gerade andersrum? Ist der kostenpflichtige Weg oben und der kostenlose Weg unten? Müsste man sich nochmal ein bisschen genauer angucken. Wenn ich es jetzt aber so sehen würde, ist oben deutlich der kostenpflichtige Weg, weil da kriegt man nämlich einen goldenen, wie hieß er nochmal, Silas? Ich weiß es gerade nicht mehr hier. Den Besitzer des Dunkelmond-Jahrmarks und tatsächlich noch dazu einen Jaina-Skin. Während eures Fortschritts mit dem Gasthauspass, warte mal, ich war schon erst weiter oben. Wenn ihr zu einem beliebigen Zeitpunkt der Erweiterung den Gasthauspass erwerbt, erhaltet ihr sofort eine goldene legendäre Karte Silas Dunkelmond, einen EP-Boost von 10%, der während der gesamten Erweiterung anhält, das ist auch eine nette Sache, und alle Gegenstände bis zu eurer aktuellen Stufe auf dem kostenlosen Weg. Während eurem Fortschritt mit dem Gasthauspass ist die Erweiterung Dunkelmond-Wahnsinn, erhaltet ihr zusätzliche EP-Boosts, die alternative Kriegerheldin Anhülde. Die alternative Kriegerheldin Anhülde samt Kartenrücken, 3 Jaina-Helden-Skins, 3 Thrall-Helden-Skins und einen der Hearthstone allerersten Münzen-Skins zu sammeln. Also sie bieten definitiv so ein paar Sachen, wo ich jetzt gerade auch sagen muss, ich bin ein bisschen überrascht, dass sie hier so alternative schöne Sachen mit reinschreiben. Ich würde jetzt gerne mal die anderen Skins auch sehen. Ich glaube aber, die wurden noch gar nicht vorgestellt. Die Münzen-Skins sind natürlich nice, muss man ganz ehrlich sagen. Finde ich persönlich ziemlich cool, dass man da einen alternativen Coin hat. Aber es ist halt auch nur eine zusätzliche Karte, Leute. Also ich denke wirklich, man muss schauen bei diesem insgesamten Paket für Leute, die sich sowieso aus Sammlergründen, aus was auch immer welchen Gründen, diese großen Packs und sowas kaufen, dass für die Leute dieser schon eingebaute Battle Pass hier, dieser Belohnungsweg, der kostenpflichtige, sehr, sehr schön ist. Wirklich eine gute Erweiterung im Spiel. Aber für Leute, die halt sagen, hey, sie sind Free-to-Play oder sowas in die Richtung, schwieriger. Wirklich schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich denke, das ist so ein ganz deutliches Beispiel, dass man in gewisser Hinsicht niemals als Sammler alle Sachen haben kann, weil halt diese Problematik besteht, dass man halt immer wieder dasteht und sagt, hey, ich müsste dafür jetzt sehr, sehr viel Geld ausgeben, um wirklich alles zu erwerben. Kommen wir mal ganz kurz zu den Münzen-Skins. Und zwar erhaltet ihr einige Helden-Skins. Dunkelmond-Wahnsinn gibt es 2 Münzen-Skins, die ihr folgendermaßen erhalten könnt. Schließt alle 50 Stufen des Belohnungswegs eures Gasthauspass-Ups. Okay, das heißt also, den muss man dann jedes Mal fertig machen. Oder sammelt alle 135 einzigartigen Karten aus dem Dunkelmond-Jahrgangs-Wahnsinn. Das ist tatsächlich gar nicht so schwierig, muss ich mir ganz ehrlich sagen. Für Free-to-Play-Spieler könnte es tatsächlich ein bisschen länger dauern, aber das ist eine Möglichkeit, die man halt auch im Nachhinein immer noch sehr, sehr gut erledigen kann. Alle 135 Karten der Erweiterung zu sammeln klingt nur nach viel, doch sobald das Miniset zum Dunkelmond-Wahnsinn in ein paar Monaten veröffentlicht wurde, steigt die Größe des Sets auf 170 Karten, also wird es viel einfacher, an die Münze zu kommen. Okay, das ist wirklich eine akzeptable Sache, dass sie dann wirklich sagen, weiter immer noch 135 Karten.
Kommen wir zu den Quests, denn es wird inzwischen ein neues Quest-System auch noch eingeführt. Ihr erhaltet jetzt für erfüllte Quests EP auf dem Belohnungsweg. Außerdem habt ihr wöchentliche Quests hinzugefügt. Zu jeder Woche montags um 21 Uhr erhaltet ihr 3 neue wöchentliche Quests, die etwas schwieriger sind als die üblichen Quests. Wie bei täglichen Quests könnt ihr pro Tag eine wöchentliche Quest austauschen. Tägliche Quests funktionieren praktisch wie zuvor, nur dass sie jetzt RP geben anstatt Gold oder alternative Sachen, meistens Gold. Wir freuen uns auch, euch mitteilen zu können, dass legendäre Quests nicht mehr eure tägliche Quests überschreiben werden, sondern eine eigene Reihe bekommen. Das finde ich eine gute Sache, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann kommen wir auch noch zur Profilseite. Also hier steht noch EP nicht endgültig, bitte achtet, dass die blablabla, alle offene Quests bis zum 11. November abschließen. Gut, Profilseite. Finde ich eine coole Sache, das ist wirklich ein Ding, das mich schon lange gestört hat. Die Profilseite ist nicht wirklich ausschlaggebend momentan. Ihr habt so ein paar Sachen dran stehen. Hier sind tatsächlich auch jetzt nicht gerade so die größte Information mit drin gegeben. Also von dem her kann das sicherlich noch ein bisschen was gemacht werden. Man sieht halt tatsächlich eigentlich nur den aktuellen Stand der Dinge. Es wäre schön, wenn man da ein bisschen mehr sehen würde. Legen wir also los. Was gibt es da? Den aktuellen Rang im Gewerteten, wie auch im Standard, wie auch im Wild-Format, die aktuelle Wertung im Schlachtfeldmodus, die aktuelle Wertung im Duell, Gesamtanzahl an Siege in der Arena, Stufe der Anzahl der Siege jeder Klasse, das finde ich ist sehr, sehr cool, wenn man dann das hier unten drin sieht, Kartenbelohnungen unter Stufe 60 und den Fortschritt zu goldenem Porträt der Stufe 60. Das wird wahrscheinlich auch in einer Art von Balken angezeigt werden. Okay, also im Großen und Ganzen kann zusammengefasst werden, es wird auf jeden Fall einen Battle Pass geben, den ich so semi-gut finde. Schreibt euch eure Meinung da gerne in die Kommentare rein. Es wird ein Erfolgesystem geben, das ich sehr gut finde. Schreibt dazu eure Meinung definitiv auch in die Kommentare rein. Und so im Overall, was denkt ihr über diese Überarbeitung des Belohnungs- und Fortschrittssystems? Also das ist wirklich so eine Sache, die war definitiv nötig, dass sie es jetzt wirklich auf diesen Battle Pass gemacht haben. Eine schwierige Angelegenheit, möchte ich einfach mal sagen. Weiter geht es dann zu den Patch Notes 18.6, die legen wir nämlich direkt noch hinterher. Frühzugang zu Duellmodus ist verfügbar, haben wir ja schon gesehen. Es gibt die neuen Packs, haben wir ja auch schon gesehen. Und es gibt Schlachtfeldänderungen. Und zwar wird ein neuer Held hinzugefügt, Sephiroth, der euch 3 Wünsche gewährt für 4 Gold. Wenn ihr 2 Kopien eines Dieners habt, findet ihr die dritte. Dann habt ihr 3 Wünsche. Wenn ihr die Kopie eines dritten Dieners findet, habt ihr... Achso, man kann das einfach... Ah, alright, ich verstehe. Das heißt also, man kann das 4-mal einsetzen. Kann man es 4-mal einsetzen? Noch 3 Wünsche. Nee, man kann es 3-mal einsetzen, logischerweise. Aber es... Verstehe ich das jetzt richtig? Ihr könnt 3-mal euren Diener auf Gold bringen, wenn ihr ein Double habt. Das ist ziemlich stark, Leute. Das ist wirklich stark. Aber prinzipiell akzeptabel. Ich denke tatsächlich, es ist nicht so broken wie jetzt zum Beispiel Ragnaros, so wie er rausgekommen ist. Aber definitiv stark, Leute. Goldene Units sind ultimativ gut. Vor allen Dingen, wenn ihr bestimmte goldene Units habt, wo man sagt, hey, ein Double ist zwar nice. Also wenn ihr zweimal die goldene Unit habt, zweimal die normale Unit habt. Aber wenn ihr sie auf Gold bringt, verbraucht ihr halt weniger Platz. Deswegen denke ich, ist Sephiroth hier ein sehr, sehr cooler Dude. Dann geht es weiter. Wir nehmen kleine Änderungen an der Gegnerzuweisung für Schlachtfeldgruppen und bei Veränderung der Partie. Mögliche Vorteile für das Wertungsänderung nach dem Ende der Partie werden nicht mehr die Ergebnisse zwischen Spielern aus derselben Gruppe gewertet. Wenn ihr euch als Gruppe im Schlachtfeldmodus eingereiht habt, Gegnerzuweisung, bla 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 bla, kennen wir ja alles schon. Da ist es tatsächlich gab es ein bisschen Probleme, weil die Wertung von gewissen Spielern oder von ein paar Spielern wurden halt leider runtergestuft oder hochgestuft, je nachdem, sobald auch ein Multiplayer über 4 Leute gestartet wurde, was sie hier ein bisschen auch versuchen zu fixen. Dann geht es weiter mit der Balance-Änderung im Standardformat. Wir haben einmal die Hervorrufung, die jetzt 2 Mana kostet, ist immer noch vollkommen akzeptabel, dadurch, dass ihr sie sowieso zusammen mit einem Sorcerer's Apprentice oder sonst was safe ausspielen wollt, habt ihr hier wirklich die Möglichkeit, immer noch diese Karte für 1 oder für kostenlos rauszuspielen. Ist also definitiv immer noch eine ultra starke Karte, die jetzt einfach ein bisschen mehr kostet. Was ein bisschen schwieriger und ein härterer Hit ist, ist tatsächlich Solarium Prime, dass er jetzt von 7 Mana auf 9 Mana geht. Er ist halt eine ultimativ starke Control-Karte gewesen, war teilweise eine Finishing-Karte, mit der ihr halt euren Gegner komplett ausgeschalten habt, sein Board komplett zerstört habt oder sonst irgendwie was. Ich denke tatsächlich, dass Solarium Prime hier
immer noch stabil ist, definitiv immer noch sehr, sehr stark bleibt, aber gegen Agro-Decks vielleicht ein bisschen den Kürzeren zieht jetzt teilweise. Trotzdem, sehr, sehr gute Sache. Na, wie gesagt, holt euch Sealers, er ist nicht mehr so Ewigkeiten zur Verfügung. Es gibt Verbesserungen am Spiel, wie zum Beispiel Schlachtfeldmodus, wenn ihr im Schlachtfeldmodus die Maus über einen gegnerischen Deckplatz bewegt, wird euch jetzt angezeigt, welche Dienertypen nicht verfügbar sind. Konnte man vorher auch rauslesen, meiner Meinung nach, aber okay. Wenn ihr im November die Rangliste im gewerteten Standardformat oder im Wild-Standardformat aufsteigt, erhaltet ihr die Belohnung Kartenpackung aus der Erweiterung Dunkelmondwahnsinn. Finde ich sehr, sehr geile Sache, einfach, dass wir schon mal ein paar Packs im Vorhinein kriegen. Und Austauschschüler wird euch jetzt als Login-Belohnung gewährt, wenn ihr eine Kartenpackung aus Akademie von Scholomans besitzt und das Menü Kartenpackungen öffnen aufruft. Neue Arena-Rotation wird jetzt sein aus Dunkelmondwahnsinn, Akademie Scholomans, hier Dämonenjäger, der wird auch wahrscheinlich noch eine Meile drin bleiben, genauso wie, achso, der muss ja eigentlich immer mit drin bleiben, weil er ja nicht ins Classic Set reinzählt. Dann natürlich noch Ruinen der Scherbenwelt, Flüstern der alten Götter, das heißt also, wir werden jetzt Doppel Old Gods haben, Basis und Classic, und das soll es tatsächlich gewesen sein, liebe Leute. Holy shit, das war jetzt ein sehr, sehr langes Video. Ihr seht also, wir haben hier unglaublich viel Veränderung jetzt in der nächsten Zeit. November wird ein richtig, richtig geiler Monat. Ich freue mich tierisch drauf, ich hoffe, ihr euch auch. Und ich denke mal, liebe Leute, dass es jetzt erstmal genug ist hier mit meinem Gelaber. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Zeigt es mir sehr, sehr gerne mit einem Daumen nach oben. Schreibt wahrscheinlich in die Kommentare. Eure Meinung ist mir hier an dieser Stelle sehr, sehr wichtig. Deswegen lasst sie bitte da. Lasst auch gerne ein Abo da. Das supportet mich kostenlos. Und ihr bekommt euren Hearthstone-Content. Damit halte ich euch auch auf dem neuesten Stand der Dinge. Und wenn ihr sagt, hey, ihr möchtet mich ein bisschen mehr supporten, dann guckt doch einfach mal vorbei auf meinem Kanal. Da findet ihr einen Mitgliedschaftsbutton. Da könnt ihr eine Mitgliedschaft abschließen und mich noch zusätzlich unterstützen. Für natürlich auch noch sehr, sehr coole Vorteile, wie zum Beispiel den frühzeitigen Zugang zum Deckcheck. So, liebe Leute, das soll es also gewesen sein. Haut rein, liebe Leute, bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.